Was geht ab, meine Freunde? YD wieder am Start. Wir spielen heute eine weitere Runde Blocks Fruits. Ich habe euch beim letzten Mal ja versprochen, dass wir jetzt endlich in Sea Nummer 2 aufbrechen werden. Und das werden wir jetzt auch tun. Dementsprechend, wir gucken uns jetzt einfach mal an, welche Questline wir dafür machen müssen. Die wird uns vom Game selber nicht vorgeschlagen. Dementsprechend werde ich euch jetzt zeigen, wie das geht. Also lasst gerne ein Like und ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Grundsätzlich werdet ihr hier immer die neuesten Updates von mir bekommen, was ich mache, wie wir hier in dem Spiel vorankommen und natürlich auch so ein oder andere, das ein oder andere Tutorial, wie ihr eben dementsprechend auch verschiedenste Sachen machen könnt. So, wir müssen hier als erstes mit dem Militärdetective sprechen. Und der sagt dann hier, ihr kriegt einen Schlüssel. Damit müsst ihr dann bis zur Winterinsel, also zu der Eisinsel, Schneeinsel. Die ist ungefähr hier in der Richtung. Dementsprechend fliegen wir da einfach mal rüber. Und da ist dann eine Tür. Das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Ich zeige euch, wie gesagt, alles von dem ganzen Weg hin und her, damit ihr absolut kein großes Problem damit habt, wo ihr hin müsst und so weiter und so fort. Ich hätte jetzt natürlich auch einfach direkt zur Insel springen können, aber das hilft euch ja dann auch nicht besonders viel. So, ich persönlich, weil ich einfach keine Ahnung habe, wie stark jetzt die nächsten Quest-Sachen sind, werde ich hier jetzt erstmal meinen Spawnpoint nochmal setzen. Wir müssen nämlich jetzt gleich einen Gegner besiegen. Wir müssen jetzt tatsächlich gleich einen, ja, so eine Art Miniboss besiegen, um dann dementsprechend die Quest weiter fortschreiten zu können. Dazu müsst ihr hier unten in die Höhle rein und in der Höhle könnt ihr hinten rechts dann ein Tor sehen. Durch dieses Tor könnt ihr durch, sobald ihr eben den Schlüssel abgeholt habt von dem Militärdetektiv. Und dann müssen wir hier gucken, ich kann von hier oben nicht auf den ballern. Das heißt, ich muss tatsächlich runtergehen in die Höhle und muss gegen den kämpfen. Das ist grundsätzlich immer das Problem, dass ich ja ein bisschen mehr so eine Art Glass Cannon bin. Ich muss halt gucken, dass ich den eigentlich chase. Also, dass ich dann eben immer vor dem weglaufe, bevor der mich attackieren kann. Damit ich eben halt einfach nicht überlebe. Damit ich nicht sterbe. Aber grundsätzlich, wie gesagt, wir kriegen das schon hin. Wir müssen den einfach nur ein bisschen hier im Kreis herumchasen. Der kann jetzt gerade, macht er keine Attacke. Oh, oh, der hat mich eingefroren. Ich glaube, das ist der Schwan, oder? Ist das der Schwan? Ich bin mir da gar nicht so ganz genau sicher. Wenn ihr genau wisst, wer das ist, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Wie gesagt, ich bin schon sehr, sehr lange aus dem One Piece Game raus. Leider. Ich würde da gerne mal wieder rein einsteigen, aber es gibt mittlerweile so viele Folgen einfach. Es ist einfach tödlich. Es ist einfach tödlich. Aber hier, der Gegner ist tatsächlich jetzt auch nicht irrsinnig stark. Den könnt ihr relativ leicht besiegen. So, jetzt haben wir den besiegt. Haben auch ein paar EP-Punkte dafür gekriegt. Jetzt nicht absolut viel, aber zumindest ein paar. Und unsere nächste Quest ist es dann eben wieder. Lasst uns eben einmal kurz lesen. Im Gegenteil, ich habe versucht. Freund der Magma-Admiral, einen Deal mit dem Drachenkaiser abgeschlossen. Schwans Flucht zu inszenieren, als Wirklichkeit freizugehen durfte. Okay, gut. Wir können natürlich hier jetzt einfach hingehen und so ein bisschen die Quest durchforsten. Habe ja, aber dafür sind wir hier nicht da. Wir müssen mal ein bisschen weiter vorankommen hier, ne? Übrigens, weiter vorankommen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Wir wollen nämlich in unserer Quest der Weltherrschaft, der YouTube-Weltherrschaft, müssen wir ein bisschen voranschreiten. Und dementsprechend brauche ich natürlich eure Hilfe. 79% von euch sind aktuell noch keine Abonnenten. Das heißt, ich würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere einfach mal das Like und den Abo-Button drücken würde. Und gerne natürlich auch die Glocke, damit ihr einfach für alle unterschiedlichen Sachen natürlich wieder ein bisschen up-to-date bleibt und eben halt dementsprechend auch ein paar coole Sachen macht und so. So, wir fliegen jetzt auf jeden Fall wieder zurück zum Detective, nämlich um dem dementsprechend jetzt hier Bericht zu erstatten. Ne? Der Eisadmiral hat uns jetzt dementsprechend unsere ganzen Informationen gegeben und wir müssen jetzt zurück zum Militär-Detective, um hier dann eben halt mit ihm zu sprechen. Der sagt mir hier, yo, geht zur Middletown. Da fliegen wir jetzt natürlich auch hin. Geht zur Middletown und sprecht da mit einer Person.
Und diese Person ist tatsächlich nicht da, wo alle anderen sind. Dementsprechend werde ich euch da jetzt auch nochmal genau die Position zeigen, damit ihr da eben halt nicht, ja, aus Versehen dran vorbeirennt, falls ihr nicht genau wisst, wie das funktioniert. Und ja, es kann halt, es kann verwirrend sein, muss es aber nicht. Genauso wie das mit dem Abo-Button, wie gesagt, das kann natürlich auch mega verwirrend sein, wenn man da mal drauf gedrückt hat und der ist auf einmal grün. Da könnte man natürlich sagen, oder der ist einfach verschwunden. Da könnte man natürlich denken, uiuiuiui, Zauberei, Hexenwirtschaft oder so. Aber nein, grundsätzlich ist es keine Hexerei, sondern es ist tatsächlich einfach nur einfach sehr, 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 sehr nett. Weil ihr mich dann damit einfach kostenlos unterstützen könnt. So, also ihr habt gesehen, ich bin jetzt auf die komplett andere Seite geflogen. Hier sind 1, 2, 3, 4 Shops, glaube ich, insgesamt. Und hier steht eben halt auch unser Questgeber. Wir sammeln uns einmal kurz hier die Schatztruhe ein, weil Geld stinkt nicht. So, hier, der erfahrene Captain, mit dem könnt ihr dann sprechen. Wenn ihr hier jetzt auf Ja drückt, dann teleportiert ihr euch direkt in Blocks Fruits in die Second Sea. Und das ist im Prinzip schon alles. Das ist eigentlich schon alles. Ihr müsst, ja, nicht viel mehr machen. Das war's. Ihr seid jetzt in der Second Sea. Das heißt, ihr könnt hier dementsprechend jetzt einfach weiterleveln und könnt hier eurer Dinge tun. Ich habe mir gedacht, komm, wir gehen jetzt einfach nochmal hin und machen die allererste Quest. Setzt natürlich erstmal wieder euren Spawnpunkt hier hin, damit ihr auf keinen Fall dafür sorgt, dass ihr halt dementsprechend, ja, dass ihr sterbt und ihr nicht mehr hier hinkommt. Wie ihr jetzt gerade sehen konntet, grundsätzlich aktuell immer noch 15 Leute nur in der Crew, die man einladen kann. Das ist ein bisschen schade. Aber, ja, wir werden versuchen, das noch ein bisschen zu erweitern. Dafür müssen wir aber verschiedenste Punkte einsammeln. Und ich habe noch absolut keine Ahnung, wie genau oder wie viele genau ich dann brauche. Oder wie viel und wie ich die überhaupt kriege und sonstiges. Das muss ich erstmal nach und nach tatsächlich herausfinden. Oder ihr schreibt mir das gerne auch in die Kommentare. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch so ein bisschen mit einbringt. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ich habe euch nicht vergessen, die Quest, meine Quest, euch als Crewmitglieder zu kriegen, ist immer noch am Laufen. Und ich werde das dementsprechend auch jetzt irgendwann mal machen. Genauso wie den Community Discord. Das werde ich auch irgendwann mal jetzt in nächster Zeit freischalten. Ihr müsst ein bisschen geduldig sein, aber es wird auf jeden Fall kommen. Keine Angst, keine Sorge, ich habe euch nicht vergessen. Es wird passieren. Es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist nur eine Frage der Zeit. So, die Gegner machen ordentlich Damage tatsächlich. Das heißt, ich muss hier doch ein bisschen aufpassen, was den Damage angeht. Das heißt, ich sollte eigentlich in nächster Zeit zumindest so ein bisschen mehr auf Leben auch gehen. Mein Damage ist ja eigentlich schon ziemlich gut. Das heißt, ich gehe ein bisschen auf Leben, skill ein bisschen das Leben, damit ich halt ja nicht instant sterbe, wenn ich irgendwelche Gegner nur anpuste. Oder mich Gegner anpusten. Da muss ich ja nicht unbedingt direkt umfallen wie so ein nasser Sack, sondern ich kann natürlich auch gucken, dass ich jetzt mal ein bisschen den Glass Cannon-Status aufbearbeite. Beziehungsweise eben halt auch verbessere. Der hat eine Charge-Attacke, okay. Interessant. Das heißt, ich kann hier natürlich dann jetzt auch gucken, dass wir die so ein bisschen frühzeitig zumindest angreifen. Die Attacken sind halt relativ langsam, ne? Also, was heißt langsam? Die kommen halt relativ langsam erst zurück. Wir sind auch in der Meisterschaft erst Level 300. Ich bin mir nicht ganz sicher mittlerweile. Man kann ja dementsprechend jetzt auch ab C2, soweit ich weiß, seine Frucht upgraden. Ich bin mir noch nicht sicher, wo und wie. Einige von euch haben mir schon angeboten, dass sie mir dabei helfen. Gerne, sehr gerne, können wir bald machen. Müssen halt nur gucken. Bei Discord würde ich dann wahrscheinlich, sobald der Discord-Server da ist, würde ich dann da dementsprechend halt ein Event für starten oder so. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge. Bis dann und ja, ciao.